Stause ist entstanden durch eine Naturklause, die man früher abgetrennt hat, um Holz zu flößern. Vor ungefähr 100 Jahren ist dann auch ein Stollen entstanden. Heute wird es natürlich auch für Wasserkraft genutzt. Der See hat 25 Hektar und hat eine Besonderheit. Die Hälfte des Sees ist nicht tiefer als 3 Meter. Im Sommer hat er natürlich auch stärkeren Bewuchs. Ein Eldorado für die Fische, die hier sehr viel Nahrung finden. Auch für die Jungfische ein sehr, sehr gutes Habitat, in dem sie sehr, sehr gut heranwachsen können. Fischbestand haben wir Regenbogenforelle, Bachforellen und auch Eschen. Auch sehr große Eschen kann man hier im Stausee finden. Stausee kann man mit verschiedenen Ködern fischen. Eine Möglichkeit ist der Striemer. Dort sollte man schauen, dass man besonders weiche Materialien verwendet, wie zum Beispiel hier einen Zonkerstreib. Mit dem Striemer kann man auch mit dem richtigen Gerät, Zinkschnür bis Intermediate-Schnüre, über diesem Krautbewuchs die Fische relativ gut reizen. Und am besten ist es immer, wenn man sowas wie hier hat, das imitiert ein Fischchen, eine Larve, einfach alles, Koppe. Und die Fische mögen diese Köder sehr, sehr gerne.